31. Dezember 1944, Silvesternacht. Für Berlin beginnt sie mit einem Luftangriff. Es wird ein Angriff mittlerer Stärke. Vorwiegend werden Sprengbomben geworfen. Neujahrsnacht ohne Glockengeläut, wie schon seit Jahren. Neujahrsnacht mit tödlichem Feuerwerk. Zum ersten Mal fehlt im Radio die Hymne an die Freude. Dafür spricht Hitler. Sondern dass die D1 auf die deutschen Städte wieder aus ihren Trümmerhalden erheben werden zu neuen Plätzen deutscher Städteherrlichkeit. Der nationalsozialistische Staat wird mit seiner Energie und Tatkraft alles das, was heute zur Zerstörung verfällt, in wenigen Jahren neu errichten. Es ist der 111. Luftangriff auf Berlin im alten Jahr. Alarm 18.34 Uhr, Entwarnung 19.14 Uhr. Morgen nach der Bombennacht. Es gibt viele solcher Morgen. Mehr und mehr verändert die Stadt ihr Gesicht. Ist es noch dieselbe Stadt? Der Kriegsalltag hat seine eigene Ordnung. Wer mit Alarmen leben muss, stellt sich auf sie ein. Der berühmte Berliner Mutterwitz wird zum Galgenhumor. Noch zu Weihnachten hat man sich gegenseitig den freundlichen Ratschlag gegeben, praktisch denken, Särge schenken. Aber irgendwie geht es weiter, immer noch. Und mitten in den Trümmern gibt es täglich sogar die Zeitung. Varietés und Kinos spielen noch, es gibt auch noch Konzerte. Vor dankbarem Publikum. Hier kann es für 2 Stunden den Krieg vergessen. Die Wochenschau gibt sich auch zur Jahreswende markig germanisch. Sonnenwendfeiern der Hitlerjugend werden gezeigt, lodernde Flammen in den Bergen. Feuer gibt es eigentlich genug in Berlin, aber Berge und Schnee und Skier sind wenigstens friedliche Bilder. Kriegerische Szenen zeigt die Wochenschau ohnehin genug. Bilder der Ardennenoffensive, des letzten Großangriffs, der Mitte Dezember begonnen hatte und jetzt in Wahrheit längst gescheitert ist. Aber Hitlers Neujahrsansprache täuscht darüber hinweg. Tausende von Volkssturmbataillonen sind entstanden und ihr Entstehen begriffen. Divisionen über Divisionen sind neu aufgestellt. Volksartilleriekorps, Werfer- und Sturmgeschützbrigaden sowie Panzerverbände wurden aus dem Boden gestampft. Es sind Amerikaner, die hier in Gefangenschaft gehen. Hitlers letzter Großangriff fand im Westen statt. Für Berlins späteres Schicksal ist das vielleicht mitentscheidend, denn die Offensive verzögert den westlichen Vormarsch. In 10 Tagen konnten die Deutschen 60 Kilometer weit vordringen. Dann wurde ihr Vormarsch gestoppt. Amerikaner und Engländer setzen zum Gegenangriff an. Aber bis Anfang Februar hat sich ihre Front nur unwesentlich nach Osten vorgeschoben. Sie haben einen kostbaren Monat verloren.
Mitte Januar haben die Sowjets die von Hitler zugunsten der Ardennenoffensive vernachlässigte Ostfront durchbrochen und stehen in der ersten Februarwoche auf breiter Front mit einem Brückenkopf bei Küstrin bereits an der Oder, 60 Kilometer vor Berlin. In 18 Tagen haben die Sowjets mehr als 500 Kilometer zurückgelegt. Die deutschen Verbände, die ihnen gegenüberstehen, sind entscheidend geschwächt. Marschall Zhukov will sofort weiter nach Berlin vorstoßen. Aber Stalin zögert. Telefonisch befiehlt er Zhukov, sich zunächst an der Oder einzugraben. Zhukov ist tief enttäuscht. Hitler hat noch einmal eine Frist gewonnen. Mitte März kommt er an die Ostfront. Es ist sein letzter Frontbesuch. Er wird von nun an bis zum Ende in seinem Berliner Bunker bleiben. Am 28. März, zwei Tage nach dem Rheinübergang der Briten bei Wesel, Churchill an die Front, die auch im Westen längst in Deutschland verläuft. Die letzte große Offensive der Engländer und Amerikaner in Europa hat begonnen. Aber gleichzeitig ist ein Streit aufgeflammt. Zwischen dem Engländer Montgomery, der von Churchill unterstützt wird, und dem Amerikaner Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Truppen. Montgomery will einen Teil seiner Armeegruppe auf Hamburg, die Hauptmasse aber direkt auf Berlin vorstoßen lassen. Eisenhower jedoch zweigt eine ganze Armee ab. Den Hauptstoß sollen seine Soldaten auf Sachsen führen, um die deutschen Heere zu teilen und sich dort mit dem Russen zu treffen. Eine zweite Angriffsrichtung zielt auf Süddeutschland. Einmal in Gang gekommen, gleicht die Offensive der Amerikaner und Engländer in Richtung Elbe und Berlin einem Sturmlauf. Am 2. April ist die Einkreisung des Ruhrgebietes beendet. Am 5. April sind die amerikanischen Panzer in Hameln, am 8. in Hannover. Nennenswerter Widerstand wird östlich des Ruhrgebiets nicht mehr geleistet. Hildesheim wird, ebenfalls am 8. April, vom Süden her erreicht. Während um Magdeburg erbittert gekämpft wird, zum ersten Mal gibt es hier wieder starke deutsche Gegenwehr, erreichen die Amerikaner am 11. April abends die Elbe. Einen Tag später überschreiten sie südlich von Dessau den Fluss und bilden bei Barbie einen Brückenkopf. Nach der Bildung des Ruhrkessels sind Eisenhowers Armeen in 9 Tagen bis zur Elbe gelangt und haben sie am 10. Tag überschritten. Nennenswerte deutsche Kräfte stehen ihnen nicht gegenüber. Die amerikanische 9. Armee hat Pläne für den Vormarsch auf Berlin ausgearbeitet. Die Etappenziele tragen Codenamen. Silber, Seide, Satin, Gänseblümchen, Stiefmütterchen, Krug, Ziel. In 48 Stunden, so glauben die Generale, können ihre Panzerspitzen vor Berlin stehen. Aber Eisenhower hält Berlin für militärisch unwichtig und fürchtet zu hohe Verluste bei einer Schlacht um die deutsche Hauptstadt. Der Vormarschplan auf Berlin wird aufgegeben. Die amerikanischen Truppen ziehen sich hinter Elbe und Mulde zurück und warten dort das Eintreffen der Russen ab. Dennoch war und bleibt Berlin direktes Angriffsziel der Westmächte für ihre Bomberflotten. Die deutsche Jagdwaffenführung weiß längst, dass sie auf verlorenem Posten kämpft. Sie hat Maschinen, aber sie hat kaum noch Benzin und nur überhastet ausgebildete, unerfahrene Piloten.
Dennoch sind Angriffe auf Berlin für die alliierten Flieger keine Spazierflüge. Jeder 20. Bomber kehrt nicht zurück. Zahlenmäßige alliierte Luftüberlegenheit ist überwältigend geworden. Ein paar Dutzend deutschen Jäger, die sich Hunderten von Bombern und Geleitjägern der Amerikaner und Engländer entgegenwerfen, können die Angreifer nicht aufhalten. Für die Luftarmada liegt die Riesenstadt praktisch wehrlos da. Die Bodenabwehr ist in Berlin großenteils von 15- bis 16-Jährigen besetzt. Wie kann man sich wehren? Wassereimer und Feuerpatschen helfen nicht gegen Feuerstürme. Aber nasse Decken schützen vielleicht für Minuten bei der Flucht aus einem brennenden Haus. Wieder werden die Ziele durch Rauchzeichen markiert. Die Ziele, das sind Planquadrate auf einer Karte. Die Ziele, das sind Wohnungen von Millionen. Vom 1. Januar bis 20. April 1945, in 110 Tagen, erlebt Berlin 123 Bombenangriffe. Ärzte, Schwestern, Patienten ziehen in den Keller. In den letzten Wochen lebt man Tage und Nächte lang unter der Erde. Wenn oben die eigene Wohnung abbrennt, versucht jeder zu retten, was zu retten ist, oft mitten im Angriff. Dann fallen nach den Phosphorkanistern wieder Sprengbomben oder Luftminen. ...50.000 Berliner werden Opfer des Luftkrieges. Aber immer wieder rappelt man sich auf. Verwundet, zerschlagen, halb betäubt. So sinnlos es scheint in diesem Furioso von Tag- und Nachtangriffen... ...immer wieder wird gelöscht. Immer wieder notdürftig repariert. So makaber die Zeit... So makaber klingt nun die bekannte Berliner Schnauze. Man reimt, wir lassen uns die Laune nicht verderben. Wer heute stirbt, braucht morgen nicht zu sterben. Und man grüßt sich gegenseitig, bleiben Sie übrig. Von der Stadt ist schon nicht mehr viel übrig geblieben. Auch nicht vom Zoo, den die Berliner so lieben. Von 4000 Zootieren bei Kriegsbeginn überleben nur 91 das Kriegsende. Darunter der Liebling der Berliner, das Nilpferd Knautschke. Es sind nicht nur die Bomben, es ist besonders in den letzten Monaten der Mangel an geeignetem Futter, an dem sie zugrunde gehen. Im Bombenteppich des modernen Luftkrieges ist das Rote Kreuz auf den Dächern der Krankenhäuser ein sinnloses Requisit geworden. Es kann niemanden mehr schützen. Aber mitten im Chaos der Zerstörung machen Schwestern und Ärzte die Hospitäler immer wieder zu einer Oase selbstloser Hilfe für den anderen. Man muss oft umziehen in dieser Zeit. Für das, was gerettet wurde, reicht meist ein Handwagen aus. Und viele brauchen ihn mehrmals in wenigen Wochen. Zerstörte Häuser, zerstörte Kirchen. Aber heiraten kann man auch zwischen Trümmern. Nachrichten von Ausgebombten. Doch es gibt Tausende, die keine Nachrichten geben können. Untergetauchte, die illegal in Berlin leben. Juden und politisch Verfolgte, die von Berliner Freunden verborgen werden. Was sie erwartet, wenn sie entdeckt werden, ist schlimmer als die Angst vor den Bomben.
Freislers Volksgericht schickt noch 1945 Tausende aufs Schafott und an den Galgen. Unter ihnen Karl Friedrich Görler, Julius Leber, Helmut James Graf Moltke, den ehemaligen preußischen Finanzminister Johannes Popitz, Erwin Planck, den Sohn des Physikers Max Planck. In Plötzensee werden noch am 18. April 30 politische Häftlinge enthauptet. Längst werden die Hinrichtungen nicht mehr öffentlich bekannt gegeben. Und auch die Glocke läutet nicht mehr zum letzten Gang. Die Exekutionen wurden zum Massenmord. Sie werden fortgesetzt, auch nachdem das Zellengefängnis zerbombt ist. Dennoch gibt es noch Widerstand. Das Haus des Rundfunks ist eines seiner Zentren. Hier zieht, ein Beispiel für viele, ein junger Redakteur, Hans Kasper, heimlich Flugblätter ab, die er nachts während der Fliegeralarme in die Hausflure wirft. Der letzte Rekrutenjahrgang ist vorzeitig eingezogen worden. Seine Vereidigung wird ausführlich gefilmt. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingt den Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Arbeiter übergeben feierlich die Waffen. Volksgemeinschaft soll demonstriert werden. Abschied am Bahnhof. In den Krieg bleibt sie in der Heimat. Sie gehen beide in den Krieg. Lange schon ist die Heimat zur Front geworden. Ein Werbefeldzug für die Panzerfaust. Die Panzerfaust ist eine wirksame Waffe. Ist sie eine Wunderwaffe, die den Krieg noch gewinnen könnte? Kann der Volkssturm das? Nach 3 Tagen Schnellausbildung an die Front geschickt? Oder können das Hitlers Durchhaltebefehle? Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Die deutsche Jugend. Jungens von 15 bis 17 Jahren sind es, die Hitler am 20. März im Garten der Reichskanzler empfängt. Jungens von 15 bis 17 Jahren sind es, die wenige Wochen später bei der Verteidigung Berlins zu Tausenden verbluten, in einem sinnlosen Kampf. Es ist nicht schwer, die Jungen zu begeistern, mit Orden vom Führer persönlich überreicht, Orden in Großaufnahme für die Wochenschau. Doch je weniger ausgebildete Soldaten und schwere Waffen vorhanden sind, desto mehr wird die Vorbereitung auf den Endkampf zur Propagandaaktion. Spinnstoffsammlung, aber die Front braucht Geschütze und Benzin. Panzerfäuste für 16- und 60-Jährige, aber die Front braucht ausgebildete, widerstandsfähige Soldaten. Propaganda-Aufmarsch für die Wochenschau. Wer von diesen Männern wird nach An der Oder vollenden die Sowjets den Aufmarsch für die letzte Schlacht. 6.250 Panzer, 2.500.000 Mann, 40.000 Geschütze, 7.500 Kampfflugzeuge werden zusammengezogen. Die erste weißrussische Armeegruppe unter Marschall Zhukov, die erste ukrainische Armeegruppe unter Marschall Konjew sind von Stalin dazu ausersehen, den Vorstoß auf Berlin zu führen. Das Stärkeverhältnis der Russen zu den Deutschen ist 10:1. Goebbels, Reichsverteidigungskommissar für Berlin, muss diese Zahlen kennen. Nur 250.000 Mann stehen auf deutscher Seite. In Berlin gibt es zu dieser Zeit psychologische Aufrüstung. Eiskunstlauf bei eisigem Klima, denn der Sportpalast hat kein Dach mehr. Wegen der allabendlichen Fliegeralarme ist die Vorstellung, wie auch die der Kinos und Konzerte, auf den Nachmittag vorverlegt. Auch der Zirkus Sarrasani spielt. Die Pferde, die Löwen, die Elefanten sind evakuiert. Aber die Artisten arbeiten zeitgemäß, ohne Netz.
Das Kino zeigt die neue Wunderwaffe. Die ersten Aufnahmen von V2 auf ihrem Flug nach England. Sie wurden aus Gründen der Geheimhaltung aus größerer Entfernung gemacht und geben nur einen schwachen... Aber die Wochenschau bietet noch anderes. Bilder von Gräueltaten der Russen. Die Bilder sind echt. Sie wurden gemacht, als deutsche Truppen vorübergehend Orte wieder besetzen konnten, die schon in sowjetischer Hand waren. Es fällt Goebbels nicht schwer, solche Aufnahmen propagandistisch auszunutzen. Was hier und anderswo in Ostdeutschland geschehen ist, wird sich nachher in Berlin in diesem Ausmaß nicht wiederholen. Diesseits der Oder kommt es nicht mehr zu solchen Taten von Rotarmisten, die von den Massenmorden deutscher Einsatzkommandos in ihrer Heimat wussten. Dennoch wird es manche ähnliche Szene während der Kampftage auch in Berlin geben. 15. April 1945. Letzte Lagebesprechung vor dem Angriff über die Oder. Die Einsatzbefehle werden ausgegeben. Der Angriff wird in der kommenden Nacht mit dem größten Feuerschlag dieses Krieges eingeleitet werden. Marschall Zhukov hat sich eine besondere Überraschung ausgedacht. Nach dem Feuerüberfall werden 1600 Flakscheinwerfer ihr grelles Licht auf die feindlichen Stellungen richten, um die Deutschen zu demoralisieren, während Panzer und Infanterie vorstürmen. Feuer aus Zehntausenden von Geschützen wird auch am Tage fortgesetzt. Seine Wirkung ist so stark, dass bis in die östlichen Vororte Berlins Häuser beben, Bilder von den Wänden fallen, Telefone von selbst zu läuten beginnen. Zehntausende weiblicher Hilfskräfte verstärken die Millionen Rotarmisten. Zhukovs Soldaten, die schon seit Februar darauf warten, nach Berlin vorzustoßen, haben nun endlich den Einsatzbefehl. Welle auf Welle setzt über den Fluss. Sie kommen über die Oder, aber zunächst nicht weiter. Denn der deutsche Widerstand versteift sich. Rechtzeitig vor Beginn des russischen Artilleriefeuers hat der deutsche Oberbefehlshaber der Oderfront, General Heinrici, seine Truppen in vorbereitete rückwärtige Stellungen verlegt, unbemerkt von den Sowjets. So ist Zhukovs gigantischer Feuerschlag ins Leere gegangen. Die russischen Scheinwerfer haben infolgedessen auch die Deutschen nicht geblendet, sondern die eigenen vorstürmenden Truppen beleuchtet. So boten sie hervorragende Ziele. Zur Überraschung der Sowjets können die Deutschen die beherrschenden Seeloer Höhen halten und damit den weiteren Vormarsch zunächst sperren. Marschall Zhukov ist wütend. Denn Stalin hat ihm wegen des Stockens der Offensive telefonisch schwere Vorwürfe gemacht. Und an der südlichen Front ist sein Rivale Marschall Konjew schneller vorangekommen. So entschließt sich Zhukov, seine Panzerreserven schon jetzt einzusetzen und massive Luftunterstützung anzufordern. Im Einsatz dieser russischen Reserven, gegen die sie nichts mehr aufzubieten haben, bricht der Widerstand der Deutschen schließlich zusammen. 5 Tage nach Beginn des Angriffs, am 21. April, haben sich Zhukovs und Konjews Armeegruppen bis an die Vororte Berlins herangeschoben. Sie stehen in Bernau, Werneuchen, Strausberg, Bukow, Müncheberg und Erkner.
An diesem Tage wird in Berlin das Stichwort Clausewitz ausgegeben. Die Millionenstadt wird Frontstadt. Aber noch geht man zur Arbeit wie immer. Doch die Berliner haben das dumpfe Grollen der Front ständig näher kommen hören. Niemand weiß genaues, aber alle ahnen, dass die Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Es gibt plötzlich Vorschusszuteilungen, 250 Gramm Haferflocken, 2 Pfund Zucker, 100 Gramm Kaffeeersatz, Wintergemüse. Alles wird registriert, abgestempelt, eingetragen. Am 28. April laut Aushang die Buchstaben X bis Z für die Abstempelung der Karten ankommen. In einer Woche also. Aber so weit kann heute in Berlin keiner denken. Wie weit denkt die Führung? Für Berlin ist ein Verteidigungsplan ausgearbeitet worden. Er sieht eine äußere Sperrzone vor, die zu diesem Zeitpunkt bereits großenteils überrannt ist. Eine äußere Verteidigungszone, die durch Wasserwege, Straßen, Bahndämme begrenzt ist und das eigentliche Stadtgebiet umfasst. Es ist in 8 Sektoren eingeteilt, von A bis H. Das Regierungsviertel schließlich wird Zitadelle genannt, Z. Aber die Zitadelle verdient diesen Namen so wenig wie die Reichshauptstadt die Bezeichnung Festung, zu der sie am 1. Februar erklärt wurde. Hastig ausgehobene Panzergräben, ein paar Eisenträger, Straßenbahnen mit Steinen gefüllt. Derartiges kann moderne Armeen nicht aufhalten. Die Berliner witzeln, die Russen würden genau 2,25 Stunden für solche Hindernisse brauchen. 2 Stunden, um sich totzulachen und eine Viertelstunde, um sie wegzuschieben. Aber Goebbels erklärt zu Hitlers Geburtstag: Wenn es aber männlich und deutsch ist, als Führer eines großen und tapferen Volkes ganz auf sich allein gestellt, diesen Kampf zu bestehen, dann ist es ebenso männlich und deutsch, einem solchen Führer zu folgen, auf den guten Stern zu vertrauen, der über ihn und über uns allen steht, auch und gerade, wenn er zeitweise von dunklen Wolken verdüstert ist. Einen Tag nach Hitlers Geburtstag beginnt mit dem unmittelbaren Angriff auf Berlin die letzte Schlacht. Es ist die Schlacht um eine Stadt, auf deren Fläche München, Stuttgart, Köln und Hannover bequem Zusammenplatz hätten. 900 Quadratkilometer, auf denen zu diesem Zeitpunkt noch fast 2,5 Millionen Menschen leben. Verteidigt wird dieses Gebiet gegen die 1,5 Millionen Rotarmisten, die am Angriff auf Berlin beteiligt sind, von noch nicht einmal 100.000 Mann. Davon nur etwa die Hälfte reguläre Truppen. Am 25. April ist ein großer Teil Berlins bereits von den Angreifern besetzt. Tegel, Reinickendorf, Wittenau, Weißensee, Hohenschönhausen, das Gebiet nördlich und östlich des Schlesischen Bahnhofs, Treptow, Adlershof, Rudow, Mariendorf, Britz, Lankwitz, Lichterfelde, Zehlendorf sind in russischer Hand. Die Flugblätter lügen nicht. Berlin ist eingekesselt. Bei Ketzin, nordwestlich von Potsdam, wurde der Ring geschlossen. Dafür leitet nun Hitler selbst die Verteidigung Berlins, jedenfalls auf dem Papier. Himmler, der Reichsführer SS, fordert die deutschen Frauen auf, hartnäckige Feiglinge mit dem Scheuerlappen zur Front zu hauen. Anschließend verschwindet er aus Berlin, allerdings nicht zur Front. Die fliegenden Standgerichte aber bleiben und lassen in diesen letzten Tagen Hunderte erschießen, die den sinnlosen Kampf nicht mehr mitmachen wollen. Goebbels hat sich geweigert, die Zivilbevölkerung rechtzeitig zu evakuieren. Nun ist eine Millionenstadt Schlachtfeld. Woher sollen Frauen und Kinder wissen, wie man sich auf dem Schlachtfeld benimmt, wenn die Keller zerstört sind oder Hunger und Durst sie auf die Straße treiben? Gesagt hat man ihnen nur, eine ganze Armee ziehe zum Entsatz Berlins heran. Die Armee weg. Hitler klammert sich verzweifelt an diese Hoffnung. Aber General Wencks Truppen sind viel zu schwach, um nach Berlin durchzustoßen. So bleibt die Stadt allein auf die Soldaten in ihren eigenen Mauern angewiesen. Es ist eine bunt zusammengewürfelte und ausgerüstete Truppe. Manche Männer haben französische Beutehelme bekommen, noch von 1940.
Zu diesem letzten Aufgebot gehören auch die Reste von SS-Freiwilligenverbänden aus ganz Europa, die an Hitlers Heldenmythos glaubten. 1400 Mann. Zum letzten Aufgebot gehören 14-Jährige mit der Panzerfaust. April 27. Spandau, Gartenfelde, Siemensstadt, der Görlitzer Bahnhof, Neukölln, Tempelhof mit dem Flughafen, der Botanische Garten, Dahlem sind von sowjetischen Truppen besetzt. In den eroberten Stadtteilen kommen sie aus den Kellern. Die Soldaten, die den Kampf aufgeben wollen oder müssen. Und die Zivilisten, die oft seit Tagen nichts mehr zu essen haben. Ein totes Pferd kann vielen das Leben retten. Ein Fass mit ranzigem Öl, eine Tonne Marmelade, das sind die unbezahlbaren Schätze dieser Tage. Auf dem Flughafen Tempelhof haben die Sowjets sofort 2000 Frauen zum Aufräumen kommandiert. Schon nach wenigen Stunden können russische Maschinen landen. Für den deutschen Flughafenkommandanten ist der Krieg zu Ende. Für die Russen geht der Kampf um Berlin weiter. 4 Tage wird er noch dauern. April 28. Der Westen und Norden Charlottenburgs bis zur Bismarckstraße, der Westteil von Moabit, der Ostteil von Schöneberg, Friedenau, Grunewald sind von den Sowjets besetzt. Noch eine Zeitung erscheint an diesem Tage in Berlin, der Panzerbär. Sie ist nur 4-mal herausgekommen. Die Mehrzahl der Berliner hat bereits andere Lektüre. Den Befehl Nummer 1 des neuen Stadtkommandanten, Generaloberst Bersarin. Berlin hat nun 2 Kommandanten, einen deutschen, einen russischen, 4 Tage lang. Nebenan brennt es, nebenan wird noch geschossen, aber in den besetzten Straßenzügen wird schon aufgeräumt. Der Sieger verteilt Lebensmittel aus russischen und erbeuteten deutschen Beständen. Das sind nicht nur Propagandabilder. Viele Berliner wurden so vor dem Hungertod bewahrt. Es gibt überraschend schnell eine Art Ordnung mitten im Chaos dieser Tage. Es gibt noch keine Ordnung im Chaos der Nächte. Nachts, wenn nicht gekämpft wird, holen sich viele der Eroberer in der zerschlagenen Stadt, worauf sie meinen Anspruch zu haben. Frauen und Mädchen fast jeden Alters werden vergewaltigt. Es sind wahrscheinlich Zehntausende. Niemand kann sagen, wie viele genau. Aus nur zu begreiflichen Gründen gibt es keine exakte Zahl. Eine Selbstmordwelle geht über die Stadt. Viele geben sich in diesen Tagen den Tod. Aus Scham, aus Angst, aus Verzweiflung. Millionen aber wollen überleben. Der Krieg hat ihnen 4,5 Jahre lang wenigstens das nackte Leben gelassen. Nun wollen sie nicht in den letzten 8 Tagen noch umkommen. Und so beginnen sie den Kampf ums Überleben neu. In den Tagen, in denen ihre Stadt zu sterben scheint. Diese Stadt quillt über von fremdem Leben. Immer neue Massen von Soldaten strömen hinein. Die Sieger richten sich schon ein, während die Reihen der Geschlagenen in gespenstischer Kolonne nach Osten ziehen. April 29. Der Osten von Moabit, der Anhalter Bahnhof, die S-Bahnhöfe Hohenzollerndamm und Hallensee, 107 besetzt. Heftige Kämpfe in Berliner Straße in Wilmersdorf.
Der Vormarsch der Russen hat sich verlangsamt. Sie lassen sich Zeit. Niemand hat Lust, so kurz vor dem sicheren Sieg zu sterben. Auch die Russen, entdecken die Berliner, sind Menschen. Viele Soldaten zeigen sich hilfsbereit, freundlich, ja herzlich, selbst dem geschlagenen Feind gegenüber. Aber noch geht der Krieg weiter. Nichts ist für den Angreifer so unheimlich wie die Eroberung einer fremden Stadt. Nirgends wird darum so viel und so sinnlos geschossen wie bei Straßenkämpfen. Die Schlacht um Berlin ist eins der schlimmsten Beispiele dafür. Aber nun sind die Russen schon im Stadtzentrum. April. Teile von Wilmersdorf, der S-Bahnhof Westkreuz, 200 Häuserblocks im Zentrum besetzt. Der Reichstag von den Sowjets erobert. Ausgerechnet der Reichstag, von Hitler als Symbol der parlamentarischen Regierungsform verachtet und seit 1933 ausgebrannt, wurde mit am verbissensten verteidigt. Und seltsam genug, für die Russen war seine Erstürmung der Höhepunkt des Kampfes um Berlin, nicht etwa die Besetzung der Reichskanzlei. Dieser Sturm und die Hissung der Fahne auf der Kuppel des Reichstages sind gestellte Szenen, für die russischen Kameras nachträglich rekonstruiert. Aber so ähnlich hat sich, freilich nicht am hellen Tage, sondern nachts um 10.15 Uhr die Fahnenhissung zugetragen. Vermutlich nicht ganz so fotogen, denn zu jenem Zeitpunkt wurde noch geschossen, und zwar nicht für die Kamera. Diesen Tag wird nur nebenbei gekämpft. Die Sowjets feiern den 1. Mai. Ein Tagesbefehl Stalins wird verlesen, auf den Straßen wird später getanzt. An diesem 1. Mai trifft aus Moskau Walter Ulbricht in Berlin ein, der künftige Statthalter für die Sowjetzone. Am gleichen Tage verhandelt der Generalstabschef Krebs mit den Russen, vergeblich. Denn er soll nach Hitlers Selbstmord am Tage zuvor im Auftrag von Goebbels nur über eine Waffenruhe verhandeln, nicht über die bedingungslose Kapitulation. So geht der Kampf weiter. Immer noch deutsche und russische Soldaten fallen, nehmen sich nun auch Goebbels und Krebs im Bunker der Reichskanzlei das Leben. Gegen wen wird eigentlich noch gekämpft? Es gibt einen deutschen Kampfkommandanten von Berlin, General Weitling. In der Nacht zum 2. Mai bietet er die Kapitulation an. Bei der Verhandlung mit den Russen berichtet er über seinen letzten Besuch bei Hitler am 25. April. Ich habe in meinem Leben einmal dem Führer gegenüber gestanden. Am 13. April 1944. Und war dann erschüttert von seinem Aussehen nach einem Jahre. Was war der Mann geworden? Eine körperliche Sinnung. Er saß tief eingesunken in seinen Stuhl. Die Hände gingen so über die Karte und zeichneten ihn mit leiser, kaum vernehmbarer Stimme. Und stückend war er mir geladen. Er war menschlich fertig. In Moskau verkündet Stalin den Fall von Berlin. Соотечественники, наступил великий день победы над Германией.
фашистская Германия поставленная на галлены Красной Армии и войсками наших союзников признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. В присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции. Das Drama der 12 Jahre ist vorüber. Die Statisten haben die Kostüme weggeworfen, die Hauptakteure sind tot oder geflohen. Im Hof der Reichskanzlei finden die Russen die nur halb verkohlte Leiche von Goebbels. Sie begreifen, dass der Mann, der nach Hitler die größte Schuld am Untergang dieser Stadt trägt, sich tötete. Sie begreifen nicht, warum er auch seine Frau und seine 6 Kinder umbrachte. Und Hitler? Im Bunker hat er einen Tag vor seinem Selbstmord Eva Braun geheiratet. Als der Führer meinte er, sich den privaten Status der Ehe nicht leisten zu können. Für die letzten 36 Stunden wurde er nun der Ehemann Adolf Hitler. Die Russen zeigen ein paar leere Benzinkanister. SS-Männer zündeten die Leiche an. Sie verbrannte nicht ganz. Die Überreste können identifiziert werden. Auch Himmler, der gefürchtete SS-Chef, bringt sich um. Als die Engländer ihn in Norddeutschland aufspüren, nimmt er Gift. Göring schließlich, Reichsmarschall und einst der zweite Mann, ist als einziger am Leben geblieben. In amerikanischer Gefangenschaft in Bayern gibt er in jenen Tagen sogar eine Pressekonferenz. Anderthalb Jahre danach wird auch er sich vergiften, wenige Stunden vor der schon angesetzten Hinrichtung. In Berlin rückt die Rote Armee in die letzten noch unbesetzten Stadtteile ein. Bevor sie kommt, in den Stunden zwischen dem Zusammenbruch der alten und dem Beginn der neuen Ordnung, wird geplündert. Wer nichts zu essen findet, will wenigstens etwas zu tauschen haben, für die kommende Zeit der Not. Aber bei den Zivilisten ist es nicht anders als bei den Soldaten. Wenn geplündert wird, wird 10-mal mehr zertreten, zerstört als gerettet. Es gibt, bemerkenswert schnell, schon ein provisorisches Zuteilungssystem unter den Sowjets. Ein halbes Brot gegen Vorlage des Personalausweises. Man steht Stunden an, oft vergeblich. Aber es fallen doch keine Granaten mehr in die Menge der Wartenden, wie in den letzten Kriegstagen. Damals kamen viele um, weil sie mitten im Beschuss ihren Platz in der Schlange nicht aufgeben wollten. Weil der Hunger größer war als die Angst. Auf den Straßen tanzen die Russen. Auf allen Mauern mischen sich die Parolen der Herren von gestern mit den Parolen der Herren von heute. 9. Mai. Die westlichen Alliierten kommen, um an der zweiten Kapitulation der Wehrmacht teilzunehmen. In Reims haben die Deutschen einen Tag vorher schon einmal kapituliert. Aber die Russen verlangen eine Wiederholung in Berlin, weil der Text in Reims nicht genau dem vorher abgesprochenen entsprach. So wird Feldmarschall Keitel nach Berlin gebracht. Aber das Ganze ist nur noch eine Farce. Schon nach der Kapitulation von Reims hat Amerikas Präsident Truman das Ende des Krieges gegen Deutschland bekannt gegeben. This is a solemn, but a glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. In Karlshorst versammeln sich die Alliierten, während in einem Nebenzimmer Keitel warten muss, bis er gerufen wird. Es ist die große Stunde der Russen. Der Westen hat zurzeit noch andere Sorgen. Churchill hat am Tage zuvor sein Volk daran erinnert, dass nach dem Ende der Kämpfe in Europa der Krieg im fernen Osten weitergeht. Noch ist die Zeit der Schlachten und der Schlachtrufe. The German war is therefore at an end. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King! Die Russen haben bis zum Tag der Kapitulation noch gekämpft. Gegen Nachhuten, die den Rückzug deutscher Einheiten über die Elbe zu den Westalliierten sichern wollten.
Aber im Grunde war der Krieg für sie schon eine Woche vor der Zeremonie in Karlshorst beendet, mit der Eroberung Berlins. In New York, in London, in Paris feiern sie den Sieg. Sie wissen noch nicht, dass es nach diesem Krieg wohl Besiegte geben wird, aber keine Sieger. Erlebt nach all den befohlenen Kundgebungen unter militärischer Herrschaft seine wohl spontanste Feier. Der Albdruck des Krieges, der auf Russland schwerer lastete als auf seinen Alliierten, ist endgültig von den Russen genommen. Und die russische Hauptstadt, vor 4 Jahren selbst bedroht, hat standgehalten. Was wird aus Berlin? Für 2 Monate sind die Sowjets hier allein die Herren. Nun, da nicht mehr geschossen wird, tun sie zunächst, was man in einer fremden Stadt im Frieden eben tut. Sie besichtigen sie. Adler, Fahnen, Schwerter. Souvenirs für Generale. Aber Hauptanziehungspunkt wird bald die Ruine der Reichskanzlei. Touristen haben eine Schwäche für das Schaurige. Und die Soldaten sind fast schon zu Touristen geworden, in wenigen Wochen. Die Umgebung ist nicht gerade anheimelnd, dennoch ein Foto als Souvenir. Für viele Russen jener Zeit scheint ein Fahrrad etwas ganz Exotisches zu sein. Jedenfalls eine höchst aufregende Sache. Aufregend ist das auch für die Berliner, die die Räder liefern müssen. Nur wer einen speziellen Ausweis bekommt, hat vielleicht die Chance, sein Rad zu behalten. Es ist ein Tourismus besonderer Art, der sich hier entwickelt. Die Zerstörung selber ist zur Sehenswürdigkeit geworden. Heil scheinen eigentlich nur die neuen Monumente, aber doch auch nicht recht haltbar, wenn man die Vergänglichkeit nebenan betrachtet. Hat es überhaupt Sinn, in diesem ausgedehntesten Trümmerhaufen Europas neu anzufangen? Die Berliner versuchen es. Genauer, die Berlinerinnen. Denn die Männer sind ja nicht da, nicht mehr oder noch nicht zurückgekehrt. In keiner anderen deutschen Stadt haben die Frauen so viel dazu beigetragen, das Leben überhaupt erst wieder möglich zu machen. 72 Reichspfennig ist der Stundenlohn. Bis zu 12 Stunden am Tag wird gearbeitet. Die Trümmerfrauen sind halb verhungert und in solcher Arbeit nicht geübt. Sie haben keine festen Schuhe, keine heile Kleidung. Nur selten bekommen sie passendes Arbeitsgerät.
Meistens haben sie nichts als einen Eimer. Fast wirkt es grotesk. Mit diesen Eimern machen sie eine ganze Stadt, die in Trümmern liegt, überhaupt erst wieder passierbar. Zweieinhalb Millionen Menschen leben in Ruinen. Sie wühlen im Abfall des Krieges. Ist etwas Brauchbares dabei? Ein Lederriemen vielleicht? Ein Stück Gummi? Sie stochern im Gerümpel, ob es nicht doch etwas Essbares gäbe. Wer Holz ergattert hat, kann vielleicht notdürftig sein Dach reparieren, damit es nicht länger hineinregnet. Ein paar private Glühbirnen vor den Häusern ersetzen die Straßenbeleuchtung. Vom Kaufmann um die Ecke steht ohnehin nur noch ein Schild im Schutt. Schon der Weg über den Kanal zum nächsten Bezirk ist eine Expedition. Jeder Stadtteil lebt fast für sich allein, ohne Kenntnis vom anderen. Zur Außenwelt hat die Stadt ohnehin keine Verbindung mehr. Was die westlichen Flugzeuge nicht zerbombten und die russische Artillerie nicht zerfetzte, zerstörten auf ihrem Rückzug oft noch die deutschen Truppen. In der Atmosphäre der Zerstörung wird jede Schreckensnachricht geglaubt. Im S-Bahn-Tunnel unter dem Landwehrkanal seien, so hieß es, Tausende von Schutzsuchenden ertrunken, als er von deutschen Kommandos in letzter Stunde geflutet wurde. In Wahrheit ertrank niemand. Nur wenige Tote wurden Monate später geborgen. Verwundete, die hier ihren Verletzungen erlegen waren. Der Frühling ist dies Jahr spät gekommen in Berlin. Aber nun ist es schon sommerlich heiß. Was für ein Karussell für die Kinder. Was für ein Spielzeug. Nun, da nicht mehr geschossen wird. Besuch von der Ruine gegenüber. Ein zeitgemäßes Trümmerschwätzchen. Man kann wieder spazieren gehen. Ohne Angst vor Alarm oder plötzlich auftauchenden Tieffliegern. Es gibt bereits Nachrichten, allerdings mehr geschäftlicher Natur. Und es gibt sogar Heiratsannoncen. Eine Woche nach der Kapitulation findet in Charlottenburg die erste Trauung statt. Man macht sich schon wieder fein zum Ausgehen und zum Ausfahren. Dem Kurfürstendamm ist man das schließlich schuldig. Dem Kurfürstendamm, nach dem Exil-Berliner bald wieder Heimweh haben werden. Die ersten Briefkästen kommen und die erste Straßenbahn. Der Strom ist noch ziemlich knapp zu dieser, aber da wird schon repariert. Und am 16. Mai, 14 Tage nach dem Zusammenbruch, fährt die erste Straßenbahn wirklich. Zwei Tage vorher die erste U-Bahn und auch ein paar Autobusse verkehren schon. Man braucht eine halbe Stunde für die Fahrt und 3 bis 4 Stunden fürs Anstehen. Wer nicht so viel Zeit hat, zieht andere Beförderungsmittel vor. Man weiß sich zu helfen und wenn ein Kinderbett als Rollstuhl dienen muss. Aber es ist schwer, sich zurechtzufinden. 186 Brücken sind zerstört. Nun werden Fähren eingerichtet. Sie bleiben jahrelang im Betrieb. Die einst so gehetzte Großstadt macht einen gemütlicheren Eindruck. Der Eindruck täuscht. Als am 15. Mai die erste Zeitung von der Besatzungsmacht herausgebracht wird, gibt es einen Sturm auf die Blätter. Keine Stadt in Deutschland war so zeitungsfreudig wie Berlin, das 1932 143 Tageszeitungen hatte. Da die Radios laut Befehl des sowjetischen Kommandanten Anfang Mai abgeliefert werden mussten, sind die Berliner ausgehungert nach Nachrichten. Seit Wochen hörten und sahen sie nichts mehr von der Außenwelt. Es gab bisher nur eine einzige Nachrichtenquelle, die Flüchtlinge aus dem Osten. Der Zuzug ist für Fremde gesperrt und Marschall Zhukov hat befohlen, alle Nicht-Berliner abzudrängen und um Berlin herumzulenken. Aber die Reichshauptstadt ist naturgemäß Verkehrsknotenpunkt. Alle Straßen führen nach Berlin. Weit über 1 Million Flüchtlinge
können auf ihrem Weg nach dem Westen die Stadt gar nicht umgehen. Bekommen einen Teller Suppe und 100 Gramm Brot. Aber nach 24 Stunden müssen sie Berlin wieder verlassen haben. Die Flüchtlingslager sind Wartesäle mit begrenzter Aufenthaltsgenehmigung. Man braucht einen Schein, um länger bleiben zu können. So wie man auch einen Schein braucht, um einen Zug benutzen zu dürfen, falls einer fährt. Von allen Deutschen trifft die Flüchtlinge das härteste los. Und doch waren sie nicht mehr schuldig, als die anderen schuldig wurden. Durch Tun oder Unterlassen. Aus Furcht oder aus Gleichgültigkeit. Noch eine zweite Völkerwanderung zieht in diesen Wochen durch die Stadt. 800.000 Ausländer kehren heim, die zur Zeit der Kapitulation in und um Berlin gearbeitet haben. Kriegsgefangene, Verschleppte, Dienstverpflichtete, auch Freiwillige. Dafür erwartet Berlin andere Einquartierung. Gerüchte schwirren durch die Stadt, die Westmächte sollen kommen. Die Westmächte kommen dann auch. Aber zunächst wird ein amerikanisches Vorkommando unter Oberst Hawley von den Russen aufgehalten. Statt 500 dürfen schließlich nur 212 amerikanische Soldaten durch die Sowjetzone nach Berlin fahren. Es ist nur ein winziger Nadelstich des Ostens gegen den Westen. Es ist der erste Nadelstich in dem Duell, das später zum permanenten Nervenkrieg um Berlin wird. Anfang Juli ziehen Engländer und Amerikaner in Berlin ein. Sie kommen in eine Stadt, in der die Sowjets zwei Monate lang allein den Ton angaben. Die Angelsachsen betrachten die Berliner als ihre Feinde, wie alle Deutschen. Kein privater Kontakt, heißt der Befehl. Keine Verbrüderung. No fraternization. Wachwechsel zweier Nationen. In diesen Kasernen folgten auf die Deutschen die Russen. Und nun ziehen die Amerikaner ein. Noch geht alles sehr freundschaftlich zu. Die Schüsse sind nur für das Zeremoniell. Die Sowjets rücken ab. 60% der Fläche Berlins mit knapp zwei Dritteln seiner Einwohner werden aufgrund der Londoner Protokolle vom Herbst 1944 von den Westmächten besetzt. Von Amerikanern, Engländern und einen Monat später Franzosen. Groß-Berlin ist nicht Teil der Sowjetzone, sondern ein besonderes Gebiet unter Vier-Mächte-Verwaltung mit einer alliierten Kommandantur. Zunächst etwas verwirrend. Wie die Flaggen an der Siegessäule. Erst die sowjetische, dann die britische, dann plötzlich die französische. Am Denkmal des deutschen Sieges über Frankreich 1871 paradieren zum französischen Nationalfeiertag die Alliierten. Sie interessieren sich nicht mehr für Paraden, die ersten Heimkehrer, Krüppel oder Schwerkranke. Sie kennen ihre Stadt nicht mehr wieder, die sie vor Jahren verließen. Aber manchmal kennen sie den einen oder anderen der Verschollenen, nach denen sie immer wieder gefragt werden. Die Paraden gehen weiter. So ziemlich das Einzige, was es in diesem Jahr in Berlin im Überfluss gibt. Am 12. Juli handelt es sich um eine Ehrung unter Verbündeten. Briten und Sowjets verleihen sich gegenseitig Orden. Auch die westlichen Soldaten haben unterdessen Berlins touristische Attraktionen entdeckt. Die Engländer schicken bei ihrer Ankunft Brieftauben nach Hause. Alles okay. Am Vorabend der Potsdamer Konferenz kommt Churchill nach Berlin.
Touristen sind auf Souvenirs aus. Was hat Deutschland noch zu bieten? Auch die Orden der Verlierer werden bald gehandelt. Plötzlich sind die großen drei in Berlin zu sehen. Auf Plakaten. Sonst sehen die Berliner nicht viel von ihnen. Sie tagen in Potsdam. Es ist Mitte Juli. Sie fassen Beschlüsse über Deutschland und die Deutschen. Halbheiten, die nicht einmal halb ausgeführt werden. Aber zunächst hat die Vier-Sektoren-Stadt andere Sorgen. Ihre Industrie war durch die Luftangriffe bereits schwer getroffen worden. Darüber hinaus haben die Sowjets in den beiden Monaten ihrer Alleinherrschaft, besonders im Westen der Stadt, demontiert, was immer ihnen brauchbar erschien. Zum Zeitpunkt des Einzuges der Westmächte hat die Industrie in den Westsektoren 85% ihrer ursprünglichen Kapazität verloren. Der Neuanfang ist entsprechend. Zwar erfreulich friedlich, aber unerfreulich kärglich. Aus Granathülsen werden Ofenrohre. Aus Stahlhelmen werden Kochtöpfe. Die erste Produktion bei Siemens sind Volksherde und Sohlenschoner. Auch Schuhe werden schon fabriziert. Aus Bast. Hauptbeschäftigung aber bleibt die Jagd nach Nahrung. Es ist die Zeit der Hamsterfahrten. Zu Zehntausenden schwärmen die Berliner aus aufs Land. Was sie durch so viel Not haben retten können, jetzt geben sie es weg. Einen Teppich gegen Kartoffeln oder Brot, den guten Mantel gegen Wurst oder Speck. Oft wird man am Ende alles wieder los. Hamstern ist verboten. Aber wer allein von den amtlichen Rationen leben muss, lebt nicht mehr lange. Zu jener Zeit hat in Berlin die Säuglingssterblichkeit Rekordzahlen erreicht. Kinder werden am leichtesten Opfer des Hungers. Und die alten Menschen. Wer sich etwas organisieren kann, kommt durch. Wer nicht aufs Land zum Hamstern fährt, versucht das Land in die Stadt zu bringen. Eigenbau an fantastischen Plätzen. Acker zwischen Mietshäusern. Gemüsebeet im Panzerturm. Tomaten auf dem Parkett oder auch nur ein einsames Pflänzchen in einem Eimer. Die britische Kommandantur lässt in ihrem Sektor Stichproben auf der Waage machen und sie notiert gewissenhaft Untergewicht. Die Hauptversorgung übernimmt eine andere Instanz, der schwarze Markt. Leitwährung, unangreifbarer als später der Dollar, ist die Zigarette. 10 bis 20 Mark pro Stück, das ist etwa der Richtsatz. Es ist eine illegale Währung, aber sie regelt den Notstand. Die Polizei macht Razzien. Hunderte werden sistiert. Aber Minuten danach blüht das Geschäft von neuem. Manche Schieber sind dabei. Doch das große Angebot wird vom Hunger bestimmt. Oft gibt es mehrere Razzien an einem Tag. Die Strafen der Schnellgerichte sind meist gering. Auch die Richter kennen das Gesetz der Realität. Hauptlieferanten für Lebensmittel und Zigaretten sind die westalliierten Soldaten. Das Verbot scheint bloße Dekoration. Kameras aus USA, Besatzungsgeld von den Russen großzügig gedruckt. Die Druckplatten wurden übrigens aus Amerika geliefert. Nun treibt dies Geld die Preise in die Höhe. Was kann getan werden? Es bleibt bei Razzien. Der Platz vor dem Reichstag liegt im britischen Sektor.
also führen Briten die Russen ab, ein Alliierter den anderen. Uhren sind russischerseits immer noch gefragt, aber ihr Preis ist von 5.000 auf 1.000 Mark gesunken, seit die Amerikaner in Massen Woolworth-Uhren anbieten. Nur die Zigarettenwährung bleibt konstant und die Lebensmittelpreise. 400 bis 600 Mark für ein Pfund Butter. No fraternization. Keine Kontakte mit den Deutschen. Bei den Kindern wird die Vorschrift zuerst durchbrochen. Dann bei den Mädchen. Draußen in Wannsee ergibt sich die Fühlungnahme fast von selbst. Die Russen kennen schon aus Gründen ihrer politischen Taktik kein generelles Kontaktverbot. Und die Rivalität zwischen Ost und West ist wohl der Grund, warum sich das Verbot für die westlichen Alliierten in Berlin zuerst in nichts auflöst. Sogar ein Nachtleben blüht schon. In der Femina geben die Russen oft ihre Empfänge. Lange Zeit ist die Femina Treffpunkt der alliierten Offiziere, der westlichen wie der östlichen. Zugleich Treffpunkt der alliierten Agenten, ebenfalls aus beiden Himmelsrichtungen. Die Bar, Umschlagplatz für Nachrichten und Liebe. Die Eroberer werden erobert. Daran hat sich seit 2000 Jahren nichts geändert. Offiziell besteht das Fraternisierungsverbot noch lange. Bei der Weltpremiere des Films Unternehmen Titanic im Titania-Palast sind Zivilisten unerwünscht. Die Westalliierten bleiben unter sich. Ingrid Bergmann kommt nach Berlin, ausschließlich zur Truppenbetreuung, nur für die Amerikaner. Deutsche nicht zugelassen. Die Russen machen das anders. Ein deutsch-russisches Kabarettprogramm wird am Kurfürstendamm gezeigt. Das weltberühmte Alexandrow-Ensemble singt vor dem Schauspielhaus für Tausende von Berlinern. September 7. Parade der vier Alliierten anlässlich des Sieges über Japan. Entgegen den Vereinbarungen erscheinen die Sowjets als einzige im großen Ordensschmuck und mit erheblich stärkeren Truppenkontingenten als die Westalliierten. Krach um Prestige, aber es steckt wohl mehr dahinter. Bewusst zeigen die Sowjets sich selbst in West-Berlin als die Stärkeren. Bewusst wollen sie die Verbündeten schon protokollarisch ins zweite Glied drängen. Aber Engländer, Franzosen, Amerikaner spielen nun nicht mehr mit. Es wird keine gemeinsame Parade mit den Russen mehr geben. Differenzen beim Protokoll, Differenzen in der Politik.
Im alliierten Kontrollrat kann man sich über keine wesentliche Frage der deutschen Zukunft einigen. Nur über die Vergangenheit ist man sich einig. Aber wie soll sie liquidiert werden? Die politischen Zeichen jener Zeit lassen sich ziemlich schnell auslöschen. Die militärische Abrüstung hat sich durch die Niederlage von selbst ergeben. Gusseiserne Wappenvögel vergangener Herrlichkeit. Soll man sie einschmelzen? Anders ist es effektvoller. Doch die Symbole sind nicht die Vergangenheit. Sie trägt ein anderes Gesicht. In Berlin werden in diesem Sommer die Spuren eines Massenmordes gefunden. Fremdarbeiter und politische Gegner des Regimes waren hier noch in den letzten Kriegstagen umgebracht worden. Am 9. September gedenken die Berliner der Millionen Menschen, die in ganz Europa Opfer dieses Terrors wurden. Die Gesamtzahl der Deutschen, die aus politischen Gründen für längere oder kürzere Zeit in KZs oder Zuchthäusern inhaftiert waren, wird auf über 1 Million geschätzt. Wie viele Berliner aus politischen Gründen ermordet wurden, lässt sich nur vermuten. Lediglich über die Berliner Juden ließ sich genaueres ermitteln. Im Juni 1933 lebten in der Stadt noch 160.000. 90.000 von ihnen gelang die Flucht. 62.000 wurden in den KZs ermordet oder gaben sich selbst den Tod, bevor sie zum Transport abgeholt werden sollten. Nur 8.000 Juden überlebten den Krieg in Berlin oder in deutschen Lagern. Von den 40 Synagogen Berlins überstanden nur 3 die Kristallnacht und den Krieg. Am 11. Mai 1945 kann der erste jüdische Gottesdienst in Berlin gehalten werden. Über die Hälfte aller christlichen Kirchen ist zerstört. Gottesdienste in Ruinen. Den Geistlichen beider Konfessionen gelingt es zuerst, Verbindung mit der Außenwelt herzustellen. Die ersten Hilfssendungen aus dem Ausland kommen vom Ökumenischen Hilfswerk, Vorläufer der Millionen Care-Pakete aus Amerika. Im neuen Magistrat haben Kirchenvertreter Sitz und Stimme. Der Oberbürgermeister ist kein Kommunist. Doch er ist vom sowjetischen Stadtkommandanten General Bersarin eingesetzt. Bersarin hat sich viele Verdienste um Berlin erworben, aber er hat naturgemäß einen politischen Auftrag. Als die westlichen Offiziere ihre Plätze in der Viermächte-Kommandantur einnehmen, haben die Russen die Weichen in der Berliner Verwaltung schon gestellt. Sie glauben nicht, dass die Westmächte lange bleiben werden. Die Stadt ist eine Insel im sowjetisch besetzten Gebiet. Was sollte den Westen veranlassen, 2 Millionen Menschen in einer weit abgelegenen Trümmerwüste auf die Dauer zu versorgen? Doch zu den kyrillischen Inschriften haben sich nun andere gesellt. Nicht minder zahlreich. Die neuen politischen Parteien, von den Sowjets vor dem Einrücken der Westmächte noch hastig lizenziert, gehen in den Westsektoren Berlins bald ihren eigenen Weg. Zu den sowjetisch orientierten Zeitungen gesellen sich Blätter mit westlicher Lizenz. Alle Zeitungen sind in allen Sektoren erhältlich. Am 11. November wird das sowjetische Siegesmal im Berliner Tiergarten enthüllt. Das Denkmal steht im britischen Sektor. Die Westmächte entsenden Truppenabordnungen. Es ist die letzte Demonstration alliierter Waffenbrüderschaft. Am 15. Oktober beschließt die britische Militärregierung, 50.000 Kinder von 4 bis 14 Jahren aus ihrem Sektor für den Winter nach Oldenburg und Hannover zu evakuieren.
10.000 Erwachsene werden als Begleitpersonen zugelassen. Die Aktion, die den Namen Storch trägt, Stork, ist eine Rettungsaktion. Die Kinder sollen vor Hunger und Kälte, die in Berlin unabwendbar sind, in Sicherheit gebracht werden. Es ist natürlich nur eine humanitäre Aktion. Vielleicht hat sie trotzdem die Russen in ihrer Auffassung bestärkt, dass die Westmächte nicht in der isolierten Stadt bleiben würden. Denn Stork konnte auch als ein Akt der Resignation erscheinen, als teilweiser Rückzug. Aber die älteren Kinder bleiben. Und sie helfen mit, ihre Schulen wieder herzurichten. Im Herbst läuft der Unterricht an. Aus Sonderzuteilungen wird eine Schulspeisung organisiert. Für die meisten Kinder ist es die beste Mahlzeit des Tages. Was können ihre Eltern ihnen zu Hause schon vorsetzen? Die Kälte des Winters wird alle treffen. Kohlen gibt es nicht. Und so fällt eine Millionenstadt über ihre Wälder her. Im Grunewald ist diesmal buchstäblich Holzauktion. Vergnüglich ist sie allerdings nicht. Auch der Kurfürstendamm wird nicht verschont. Und was immer sich an Brennbarem findet, wird nach Hause geschleppt. Seine letzten Bäume hat nun auch der Tiergarten fast ganz verloren. Im Grunewald werden Holzkohlenmeiler eingerichtet. Köhler wie aus dem Märchenbuch, nur sehr viel weniger romantisch. Dennoch wissen Millionen, dass sie frieren werden. Auf den kalten Bühnen proben die Schauspieler in Mänteln, aber sie spielen weiter. Und wie jedes Jahr um die Weihnachtszeit gibt es nach alter Tradition in der Oper Humperdincks, Hänsel und Gretel. Was schenkt man sich dieses Jahr? Ein Hufeisen als Glücksbringer? Man wird es brauchen können. Holz für den Heiligen Abend? Es ist kalt. Es ist wohl der ärmlichste Weihnachtsmarkt in der Geschichte Berlins. Die Amerikaner haben kurz zuvor ernstlich erwogen, die gesamte Bevölkerung ihres Sektors nach Westdeutschland zu evakuieren. So hoffnungslos erschien ihnen die Lage. Aber der Plan wurde fallen gelassen. Die Berliner wissen von diesem Plan nichts. Sie wissen nur, dass es das erste Weihnachtsfest im Frieden ist, ohne Verdunklung. Und sie wissen, dass ihre Stadt leben wird. Dezember 1945. Ein Jahr ist vergangen. Ein Jahr.